Oh yeah! Time is ticking, boys! Oh yeah! Willkommen zurück bei Let's Play Teenage Mutant Ninja Turtles. Wir haben beim letzten Mal ein Level Up bekommen und das wollen wir natürlich gleich mal wieder einsetzen. So, wir haben hier nochmal die Chance, bei Michelangelo ein paar Kombos mehr rauszuhauen. Und ich glaube, das mache ich auch, weil ich feiere den Typen total mit seinen Nunchucks. Und könnte jetzt sogar hier unten schon, schalte einen neuen Endangriff für die Combo frei. Das ist natürlich auch ziemlich geil. Und eine neue Combo für die Trittdingens. Ja. Mache ich das? Oder sollte ich mal hier schauen, was der hier noch hat? Ah ja, schaut mal hier. Teamwork zahlt sich aus. Das sind die Team-Konter. Die würde ich dem gerne auch noch verpassen. Und hier bräuchte ich aber noch Super-Tempo oder Ausdauertraining. Mackie kann nach Sitzens besser machen und selbst vorübergehendes Glück maximal auskommen dann. Daher bringt er dem gesamten Team verlängerte Boni ein. Oder er wird hier, da unten steht es ja, nächste Stufe, alle Turtles halten einen Temposchub für 5%. Und hier unten wäre das, das gesamte Team genießt eine 50%ige Erhöhung der Dauer temporärer Boni. Ich würde einen Temposchub eigentlich bevorzugen, oder? Ja, komm, wir gönnen uns mal hier den Temposchub und dann kann ich hier trotzdem noch den Teamkonter machen. Ja, den Michelangelo, ich glaube, den skill ich mir so ein bisschen hoch. Ich weiß nicht, ob man sich hier auf einen Turtle spezialisieren sollte. Wäre natürlich auch geil, wenn man hier fürs Team auch die Sachen wieder freischaltet. Ja, das sollten wir. Also die ganzen Team-Sachen sollten wir auf jeden Fall noch freischalten. Da bin ich stark dafür. Bist du sicher? Nee, Moment. Stimmt, ich muss die noch anwenden. So, okay. Das hat jetzt scheinbar geklappt, wenn ich das richtig sehe. Genau, ihr seht ja, die haben jetzt alle unten so einen Temposchub. Und Michelangelo ist natürlich mega schnell. Michelangelo ist hier mit auf jeden Fall der schnellste. Krass. Okay, egal. Leute, wir machen jetzt erstmal direkt weiter, würde ich sagen. Und zwar muss ich, glaube ich, hier unten rein, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Oder? Nee, doch nicht. Wieso sind denn hier die Gegner bitte alle hergekommen? Na okay, dann gehe ich halt da hinten rein, wo die Tür offen ist. Macht natürlich auch ein bisschen Sinn, wenn man hier einfach mal reingehen würde. Und ich muss mal schauen, wie ich das mit den Cuts mache. Im letzten Part habe ich ja echt... vergessen, dass ich mal einen Cut machen muss. Habe ich über eine halbe Stunde gespielt. Ihr habt es gesehen, ihr habt ja dann direkt zwei Parts von mir um die Ohren geschlagen bekommen. Yeah, they'll eat you, but you can bribe them with turnips. Also, if they bow to you, the water they carry in their heads spills out and they fall unconscious. Get the... Ja, ja, und so schnell unterbricht man dann mal eine Konversation, indem man hier den Trigger auslöst. So, da unten ist schon wieder, sind schon wieder ein paar von den Schergen. It's the TCRI building. What I can't figure out is, that company belongs to those alien guys, right? The Krang. Oh, I hate those guys. So, the purple dragons know that too. Why would they be robbing the aliens? Weil sie es können. Muss man da noch mehr Antworten für haben, außer weil sie es können? Ich denke nicht. Herrlich. Okay, wir sind wieder der gute alte Michelangelo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh Gott, total peinlich, dass ich die ganzen Namen irgendwie nie weiß. So, hier sollten wir rüber. Eigentlich wollte ich rüber. Naja, gut. Da vorne sind wieder ein paar Gesellen. Wir schleichen mal erst, oder? Prügeln die sich da schon? Irgendwo wird sich schon geprügelt, glaube ich. Guys, hang back. Warum nicht angreifen? Wo ist er denn? Wo ist denn... Er... Ich check das nicht. Ich glaube, der ist noch da oben. Egal, ich greife jetzt einfach an. Einen sollte ich ja auch noch ausgeschaltet bekommen von hier, oder? Moin, wie geht's dir? Ja, okay, die haben mich entdeckt. Wow, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jungs... Jungs, wollt ihr mir nicht helfen?
Na gut, dann muss der Grants das hier wieder mal alles alleine machen. Aber gar kein Problem für mich. Ha, guck mal, wie ich dem ausweiche. Boah, ach du Heilige, hinter mir. Shit, das habe ich zu spät gesehen, leider. Oh, 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 oh. Brüder, helft mir doch mal. Okay, dann muss ich jetzt hier meinen Special-Combo machen. Moment, Moment. Ah, fuck, fuck, fuck. Oh Gott, ich darf mich jetzt nicht treffen lassen. Shit, gerade so eine geile Combo angesammelt. Aber ich krieg das hier auch alleine hin, notfalls. Gar kein Problem. Boom, Chakalaka. Oh, oh, hinter mir ist der kranke Typ schon wieder. Okay, dann muss ich... Oh Mann, da. Brüder, helft mir doch mal. Ah, shit. Scheiß die Wand an. Also alleine ist es doch um einiges schwerer, als wenn meine Brüder noch mit dabei wären. Aber hey, die chillen da hinten ja lieber ab. So. Oh Mann, da kommen noch mehr. Scheiß die Wand an, das sind die Aliens. Ja, mit meiner Waffe Laser blocken, weil ich auch so ein übelster Pro bin, oder was? Oh Mann. Hallo, helft ihr mir jetzt mal? Die wollen einfach nicht mitmachen. Ich frage mich nicht, warum das so ist. Aber irgendwie lassen die mich hier gerade so ein bisschen im Stich, oder? Muss man doch mal so krank sagen. Bam. Die werden hier auch noch angegriffen, aber wehren sich trotzdem einfach nicht. Das verstehe ich halt nicht. Zack, okay, da haben wir den nächsten auf jeden Fall erwischt. Und gegen den können wir wieder unsere Spezialkombo hier machen, oder? Oh, guckt euch diese Kombo an, die wir haben, Leute. Eine 45er Kombo habe ich inzwischen schon. Und ich habe auch nicht vor, die abbrechen zu lassen. Zack, 52er Kombo. Wo ist der? Oh, shit. Okay, wir haben... Ah, Mann, da greift hier wirklich meine Brüder an. Zack, so. Ich glaube, das Problem ist, dass Raffaello da oben irgendwo abchillt. Und deswegen buggt das hier gerade so ein bisschen. Oh, Moment. Tja, hat er nicht gemerkt, dass wir am Start sind. Und dadurch haben wir einen ziemlich starken Gegner ausgeschaltet, ohne Schaden zu erleiden. So, den hier schnappen wir uns dann auch. Hallöchen, da sind wir. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Wir müssen mehr von diesen Typen ausschalten sein. Oh, ein Bruder ist gefallen. Einer deiner Brüder wurde niedergeschlagen. Natürlich bringt ihn eine Pizza wieder auf die Beine. Wenn er eine hat, wird sie durch die Wiederbelebung verbraucht. Ansonsten wird deine aufgebraucht. Okay. Das ist natürlich scheiße, dass die jetzt hier alle... Jetzt kommen hier wieder so viele Gegner runter und ich kann überhaupt nichts dagegen machen. Zack. Oh, geil. Was war das denn? Niedrige Gesundheit. Wähle die Pizza aus dem Inventar. Ja, toll. Wie soll ich das denn machen, wenn ich hier im Kampf bin? So, okay, ich hab's geschafft sogar. Die helfen auch nicht. Ich habe keine Chance gegen so viele auf einmal, wenn meine Brüder mir nicht helfen. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Oh, Mann. Oh, hinter mir. Okay, den haben wir. Ah, fuck, fuck, fuck. Okay, den habe ich aber auch gleich. Und den verprügeln wir jetzt mal richtig böse mit unseren Nunchucks. Und schnappen uns direkt den hinterher. So muss es sein. Zack, angetäuscht, aber dann einfach einen anderen geschnappt. Das habe ich am liebsten. Und komm, den kicken wir nochmal in die Fresse. Guck mal, was ich kann, guck mal, was ich kann. Und zack, in die Eier getreten, mein lieber Freund. Damit hast du wohl nicht gerechnet, oder? Oh, oh, Vorsicht. Guck mal, da helfen wir dem sogar wieder auf. Einfach nur, weil wir es können. Na, guck mal. Oh, shit. Shit, den kann ich noch nicht so gut ablocken. Oh, oh, da kommt der kranke Typ wieder. Okay, warte. Gegen den muss ich meine Special-Anzeige ein bisschen aufladen. Und dann sollte ich mal eben das hier machen. So, dann habe ich nämlich ein Problem weniger. Na komm, kriegst du mich nicht? Bin ich zu schnell für dich? Das ist halt mein Vorteil. Ich bin einfach mega schnell. Und zwei Brüder wurden ausgeschaltet. Das sind natürlich die, die hier jetzt so rumgammeln. RT und RLB, okay. Hey, you okay? Thanks, Mikey. Und ja, toll. Der auf dem Dach ist auch jetzt K.O. Den kann ich aber nicht wiederbeleben. Wie soll ich denn da hochkommen?
Oh Mann, das ist doch scheiße. Ist ein bisschen blöde jetzt, dass ich hier so einen Fehler habe. Ich komme da leider auch nicht mehr hoch. Nee, komme ich nicht. Na gut, liebe Leute, wo müssen wir denn dann weiter? Ich glaube, von hier kam auf jeden Fall die Horde der Aliens. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir auch hier rein sollen. Aber nein, dem ist scheinbar nicht so. Oh, ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht meine Brüder wiederbeleben muss. Weil dann wüsste ich nicht, wie ich da oben hinkommen soll. Da hinten ist noch ein Comic, den sammle ich mal eben schnell ein. So. Geht's hier? Geht's auch nicht weiter. Ja, wo könnten wir denn dann lang? Ja, ich krieg Raffaello jetzt aber nicht mehr wiederbelebt, ist ja das Problem. Och Mann. Ich glaube, ich muss hier nochmal laden. Es sei denn, wir kommen hier irgendwie rein. Nee, auch nicht. Na toll. Prost Mahlzeit. Ich kann jetzt auch nicht schauen, wo der da oben liegt. Das ist ja das Problem. Ach, hier ist noch einer. Oh. Hallöchen. Der gute alte Schleichangriff. Ah, und jetzt haben wir das Ereignis hier getriggert. Okay, sehr gut. Also können wir es vielleicht doch schaffen. Ich will's nicht hoffen. Wow, hat er mich fast überfahren, der alte Sack. Okay, Shuriken werfen. Die Turtles können Shuriken auf weit entfernte Ziele werfen. Und auf zu schnelle Lieferwagen. Mit LB kann ich das natürlich machen. Das weiß ich doch. Okay. Oh, schau mal hier. Da fliegen sie. Und zielsicher in den hinteren Reifen rein. Der Typ hat erstmal einen Unfall gebaut und versucht natürlich jetzt abzuhauen. Aber nicht mit uns, mein lieber Freund. Jetzt werden auf einmal wieder alle vier Turtles mir angezeigt. Naja. Hat er wohl auf einmal wieder eine Blitzgenesung hingelegt, wie auch immer. Okay, in der U-Bahn, liebe Leute. Dann lasst uns einfach mal hier direkt runterrennen. Ach du heilige Scheiße, da hinten sind auf jeden Fall mega viele. Wir haben 20 Wurfsterne am Start. Ja, das war jetzt irgendwie nicht so pro. Zack, einmal, zweimal und jetzt sollten wir aber erstmal wieder in den Nahkampf gehen. Oh shit, da haben sie mich schon getroffen. Die haben aber auch alle ziemlich krasse Waffen am Start, muss man mal sagen. Und bam, nochmal getreten. Na komm, steh doch auf. Was soll das denn? Keine falsche Bescheidenheit, mein lieber Freund. So, meine Spezialkombo ist schon wieder fast voll. Deswegen kann ich mal eben... Wow. Kann ich mal eben so ein bisschen rumspielen, dachte ich, aber nee. Zack. Okay, sehr gut. Die haben wir erledigt. Der mit dem Kampfstab ist natürlich auch mega geil, muss ich sagen. So, muss ich jetzt etwa über die Gleise rennen, oder wie? Ja, okay, da hinten sind auf jeden Fall noch wieder ein paar Schergen. Wir geben mal ein bisschen Gas. In gedückter Körperhaltung geht's hier weiter. So, und dann wollen wir hier mal runter. Und dann gibt's hier gleich mal einen Sprungkick. Yeah, Mann! Meine Brüder sind hoffentlich hinter mir, wenn ich das richtig sehe. Oh, den habe ich abgeblockt. Endlich mal wieder ein Konter. Hier, den haben wir auch gut gekontert, meine lieben Freunde. Und zack. Guck mal hier, guck mal. Na? Ha, was? Wie hat der mich getroffen? Ich glaube, es geht los. Na gut, wenn dem so ist, dann muss ich halt hier jetzt mal ein bisschen meinen neuesten Fausttanz euch präsentieren, meine lieben Leute. Zack. Okay, ein Problem weniger. Oh, oh, meine Lebensenergie. Ich könnte mal eben eine Pizza gebrauchen. Leider ist hier irgendwie keine. Okay, das ist irgendwie ein bisschen unsexy. Na gut, Leute, an dieser Stelle machen wir dann erstmal einen Cut für heute. Wir haben wieder mal ein Level abbekommen. Dann wählen wir wieder ein paar Fähigkeiten beim nächsten Mal aus. Und ich würde mich freuen, wenn du auch morgen wieder dabei bist bei Let's Play The Turtles. Macht gut. Ciao.